Jo Freunde, was am herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Wir haben heute ein sehr besonderes Video für euch und zwar hat er ein Video vorbereitet oder irgendwas vorbereitet. Er meinte, komm her so, wir machen jetzt was Geiles. Ich weiß von nix, Real Talk, ich weiß von nix und ich bin selbst gespannt, so, keine Ahnung. Also ich weiß, was jetzt passiert. Also, wir haben ja beim letzten Video, oder nicht beim letzten Video, sondern wir haben ja mal ein Video gemacht, wo wir Getränke testen. Ja, Zero. Okay. Das war ja was, wo du so dein ganzes Leben gesagt hast, so, das kann ich, ne? Da bist du krass drin, ja. Du schmeckst das sofort raus. Ja. Es gibt aber noch eine Sache, die du schon dein ganzes Leben sagst, dass du, wo drin du krass bist. Dass ich mich an Sachen erinnere, die von vor 100 Jahren waren. Das ist richtig. Ja, okay. Ich habe da mal was Kleines vorbereitet. So Mandela-Effekt oder was? Warte. Hä? Was passiert hier? Hä? Das? Was passiert hier? Ja, okay, aber soll ich jetzt deine Gedanken malen? Warte, das kommt, die Regeln kommen noch. Okay. Seit wann bist du so kreativ? Also, mit zwei Tafeln. Okay. Und meine bezaubernde Assistentin hat uns hier 20 Fragen aufgeschrieben. Über uns, über was? Ich kenne keine einzige Frage. Aber woher weißt du denn Sachen über mich? Nein, das sind so generelle Fragen. Hast du jetzt aufgeschrieben? Hä? Wer ist aufgeschrieben? In meiner Assistentin. Ding? Ja. M.Billow. Ja. Der Twist ist, ja, wenn jetzt zum Beispiel die Frage kommt, was ist deine Lieblingsfarbe, dann stellen wir die erst zum Beispiel mir, dann schreibe ich meine Lieblingsfarbe auf, dann musst du die auch aufschreiben und danach stellen wir die Frage dir. Also oder ich weiß auch schon deine Lieblingsfarbe. Ja, wo das war jetzt Beispielfarbe. Ah, tamam. Erst ich. Ich check. Und dann du. Okay. Also du schreibst die Antwort einmal, ich schreibe die Antwort einmal. Und danach machen wir mit meiner. Genau, ja. Aber machen wir das bei allen Fragen? Alle Fragen. Doppelt? Ja. Ach so, okay. Oder ich antworte doch selber. Okay. Zum Beispiel, ich schreibe jetzt blau und schreibe grün, dann zeigen wir gleichzeitig. Das ist mein Punkt, dann. Nee, dann ist falsch. Ja, aber dann kriege ich nur einen Punkt, wenn ich richtig habe. Weil du kannst ja nicht für deine eigene Farbe selber einen Punkt kriegen. Ja, genau. Ah, ich check. Ich gebe quasi immer nur die Antwort. Okay. Ja. Okay, geil. Okay. Ja, das ist nur ein kleiner Twist, ja. Okay. Ja, um das Ganze ein bisschen spannender zu machen. Noch ein Twist? Ja. Was denn? Es gibt einen Gewinner. Es gibt keinen Gewinner. What? Es gibt keinen Gewinner? Nein. Du sagst, es gibt einen Gewinner. Es gibt einen Verlierer. Was ist das? Nein. Es gibt einen Verlierer. Nein. Bruder, aber warte, ich muss was dazu sagen. Es wurde ja verbannt, ne? Ist das jetzt das noch? Bruder, das ist die europäische Version. Kann sein, dass es richtig billig ist. Okay. Das ist nicht das von früher? Nein. Das ist jetzt die neue Version. Kann sein, dass es richtig nicht schafft. Der irgendwas am Durchdrehen, Bruder. Ja, sonst wäre es nicht spannend genug. Ja, okay, aber wenigstens das nicht das Alter. Ja. Yeah. Ganzen essen, ne? Ganzen, direkt rein. Ich habe schon gesagt, nicht so astronomische Fragen. Okay. So, damit Eltern das auch gucken können, weißt du, was ich meine? Okay. Ach so, ja, ich verstehe. Okay, sollen wir anfangen? Ja. Okay. Let's go. Spiel beginnt mit, wer kennt wen besser? Frage Nummer 1. Bist du bereit? Yes. Okay. Wenn du dir eine Superkraft aussuchen könntest, welche wäre das? Okay. Frage an. Aber das ist eigentlich sowas, worüber wir noch nie geredet haben, glaube ich. Man weiß es nicht. Ja, Bruder, aber das Ding ist, ich kann ja jetzt für mich auch irgendwas Falsches schreiben. Aber vielleicht kennst du mich ja gut genug oder ich kenne dich. Okay. Aber ich kann ja zum Beispiel, du musst ja meins beispielsweise auch raten. Mhm. Ich kann ja schreiben, so. Nein, du beantwortest richtig. Ja, aber weißt du das? Ja, wir müssen ehrlich sein. Ja, okay. Normal. Okay, Ehrlichkeit siegt. Okay. Aber, ja. Erst meine oder erst deine? Du ratst jetzt meine. Also ich sag, was meine Dings ist. Ja, okay. Okay. 1, 2, 3. Okay. Fliegen? Ja, okay. Das nennen wir so diese zwei Sachen, aber ich dachte, fliegen eher als unterschied. Okay, keine Ahnung. Kein Punkt. Das war jetzt so random, ne? Aber ich habe auch an unsichtbar gedacht, aber ich dachte mir fliegen, weil ich fliege auch gerne in Träumen und so. Lange nicht mehr, aber früher immer. So. Jetzt musst du meins raten. Ja, jetzt deins. Okay. Ja, Bruder, ich sehe, was du schreibst. Okay, 3, 2, 1. Yo, let's go! Was? Ich wusste das. Junge, ich wusste das. Let's go! Nach Uganda und wieder zurück, Alter. Let's go! Boah, Alan. Boah, Bruder, ich wusste, dass du das nimmst. Das war krass. Das war krass, okay, 1-0. Okay, ein Punkt kommt jetzt vielleicht hier, vielleicht auch nicht. Okay, 1-0. Zweite Frage. Okay.
Wer ist der Stärkste in One Piece? Okay, was ich denke, wer der Stärkste... Ne, mit wem haben wir gerade angefangen? Mit dir, ne? Jetzt musst du okay, denken. Wen ich denke, wer der Stärkste in One Piece ist. Aber was... Nach eigentlich was ist das eher so eine wie heißt das? Eine objektive. Objektive Frage. Aber egal, machen wir einfach. Ja, aber das ist Wake. Oder? Egal. Okay. Bruder, ich sehe was, wenn du schreibst. Lebend oder tot? Ach so. Lebend, oder? Ja. Ja. Okay. Aber auf welchem Stand? Was wir denken, wer der Stärkste ist. Auch so mit Potenzial und so. Ja. Ja, ja, okay. Oder gerade. Ja, man weiß ja nicht, was in den Leuten drinsteckt, so. Vielleicht haben die schon diese Kräfte und... Weil in One Piece trainieren die ja gefühlt nie. Ich sag einfach das. Ich würde jetzt das... Also... 3, 2, 1. Okay, ja. Okay. Akainu. Okay. Aber jetzt weiß ich ja theoretisch, was deine Antwort ist. Ja. Nein, das dachte ich über dich, dass du das denkst. Okay, und du nimmst jemand anderen. Okay. Ja, aber das ist voll flop. Ich will jetzt Luffy nehmen. Ja, deswegen, ja. Nein, das floppt die Frage, oder? Ja, okay. Ist flop, ne? Ja, das, weil das ist ja... Das ist zu objektiv. So ja, das ist objektiv, weil ich denke ja dann die objektive Antwort und das ist ja dann auch meine Antwort dann. Sonst würde ich das ja nicht schreiben. Ja, okay, cancel. Okay, cancel. Aber trotzdem, geil. Ihr könnt mal in die Kommentare schreiben, was ihr denkt. Ohne zu spoilern. Nächste Frage. Was hat der jeweils andere für eine seltsame Angewohnheit? Das heißt, du schreibst jetzt, was du von mir komisch findest. Ich auch. Wenn ich richtig habe, kriege ich den Punkt. Und dann gleich bei mir, genau. Ja, ja, genau. Also, ja, okay. Aber du weißt, ne? Ja, ja, ich weiß es. Okay, 1, 2, 3, let's go. Ja, Fragen stellen. Junge. Ja. Junge, okay. Das okay, okay, passt, okay. Alter. Ja, aber das war obvious. Oh, der, was hast du für seltsame Angewohnheiten? Warte, gib mir mal 30 Sekunden. Okay, du musst jetzt theoretisch... Meine, was du denkst von mir. Was ich von dir denke und ich schreibe, was ich von dir denke. Nein, du musst jetzt denken, was ich von dir denken könnte. Ich muss selber denken, Bruder. Warte. Das gibt eins, aber... Ach so, ja. Vielleicht ein Beispiel. Ich habe jetzt auch noch ein Beispiel geschrieben. Okay. Warte, muss ich zuerst zeigen oder du? Gleichzeitig. Nein, warte, aber du kriegst ja den Punkt. Also ich sag, was ich jetzt denke, was du für eine komische Eigenschaft hast. Und danach sagst du deins, okay? Weil meins muss ich ausschalten. Ich muss raten, was du denkst. Ja, aber ich sag zuerst, weil das ja... Okay. Also ich habe geschrieben, wählerisch, zieht eine Sache nicht durch, sondern immer neu, so wie bei Yugi-Dex, dass er immer gewechselt hat, so. Das war meine zweite Sache, an die ich gedacht habe, aber das, was ich jetzt sage, okay, sag. Findest du auch. Zeig. Immer ja, immer nein und dann doch ja. Wenn du mir sowas vorschlägst und ich so, nein, das ist scheiße, und dann probiere ich das aus und dann finde ich das geil. Ja, das sind die zwei Sachen. Das war viel also, zu tief. Du bist, der ist da, boah, da, das aber auch. Das der ist nicht gedacht. So offen für Neues, aber dann, wenn man dir das zeigt, dann findet er das doch gut. Scheiße, darf 50-50 verloren. Ja, darf ich jetzt die Frage, okay. Was wäre cooler, wenn alle Pokémon oder alle Superhelden wirklich existieren würden? Wenn alle Pokémon oder alle Superhelden wirklich existieren würden? Okay. Ja, aber das ist eine 50-50. Ja. Ja, wunderbar. Aber es ist kein 50-50, wenn du weißt, was ich sage. Aber welche Superhelden? Alle. Bruder. Marvel. Sind die dann böse, lieb, was... Also ob wir lieber in Marvel-Welt leben würden oder in Pokémon-Welt. Also ich sag jetzt, dann ratest du. Ne? Mhm. Ich sag schon Marvel. Ja. Eher. Ja. GG. Okay. 3, 2, 1. Pokémon Safe Call. Auf jeden Fall. Ja, yeah, das war klar. Ich hab sogar ein Pokémon hier, wo ist der? Da auf die Fenster, Mann. Da unten. Achso, das meinst du. Okay. Das Dings. 3-1, ne? Wenn dir jemand deine Zukunft voraussagen könnte, was würdest du als erstes wissen wollen? Boah, Bruder, das ist schon persönlich, ja. Das oder wenn ich jetzt 5 Jahre zurück, dann hätte ich... Wann krieg ich endlich einen Bartwuchs? Das nimmt ja auch die Spannung weg. Ich weiß gar nicht, ob ich dann so eine Frage stellen würde, die ich wissen will, weißt du? Weißt du deins, was du fragen würdest? Ich dachte aber, ich glaube, ich würde das nicht fragen. Das wird so voll mein Dings ändern.
Path of Life, so. Nicht, weil ich über dich wüsste, ich was schreiben würde. Ja, aber das würde ich doch nicht. Das ist schwer, dass das so mündlich machen ohne Punkte. Ja. Oder? Ich weiß. Wo das ist, da gibt's, das ist ja voll, voll viel, so vielseitig, nicht vielseitig, aber so voll breit gefächert. Ich hätte bei dir geschrieben, wann heirate ich. Ja. Aber ich hätte es doch nicht, gefragt, weil das wäre so voll Dingens. Das wird so. Mir, ich weiß nicht, weil ich sage. Ich habe geschrieben, wann bin ich reich. Will ich auf jeden Fall nicht wissen. Wann bin ich reich, habe ich geschrieben. Okay. Sollen wir trotzdem Punkt machen? Nein. Ne? Immer noch 3-1. Okay. Mit welcher Zeichentrickfigur würdest du ausgehen, wenn du könntest? Ausgehen, auch Anime, ne? Ausgehen. Ausgehen heißt so. So aus. Date-mäßig. Date, also muss ein Vibe nicht so sein. Muss nicht, komm, wenn du. Wo das ist denn? Sollen wir das auf. Ja, ein One Piece? Auf One Piece beschränken. Okay. Okay. Ich habe jetzt aktuell eine im Kopf, aber ich weiß nicht, ob du die daten würdest. Ich habe gerade 2 im Kopf, ehrlich gesagt. Ich habe eine im Kopf. Aber nur so, ne? Ich glaube, ich nehme die. Stopp. Also deine jetzt, ne? Ja. 1, 2, 3. Okay. Nee, krass. Ich bin nicht so der Fan. Nein? Nee. Ich habe weil letztens die Kreisfahne geholt hast. Und ist nett. Ja. Ich habe letztens über irgendeine auch zu dir gesagt, dass ich die so nice finde. Dass so die ich am hübschesten finde von One Piece. Das ist am hübschesten, aber so. Aber wer war das nochmal, Bruder? Ich weiß nicht, hast du mir das gesagt? Habe ich safe. Weil du hast diese Black Maria immer genannt. Und ich habe dann so gesagt, ist auch, sieht auch gut aus, aber wer war das nochmal? Wenn ich jetzt auch an das Kartenspiel denke und so. Jetzt so vom Gefühl, ne? Mhm. 1, 2, 3. Okay. Echt? Ja. Robin? Ja, die ist schon. Du bist safe einer der einzigen, der das sagt. Echt? Die ist so voll nett. Die hat ein bisschen so Dings. Züge? Nase ist ein bisschen. Bruder, geradlinig. Okay, war gut, Frage, war gut. Ich lese wieder vor. Warte mal, das will ich in Kommentare wissen. Mit wem ihr ausgehen würdet, ja. Könnt ihr auch rausholen, ja. Was trinke und esse ich am liebsten? Ja, aber das sind 2 Sachen. Okay, dann machen wir das als 2 Fragen, weil wir welche gecancelt haben. Okay, also erst trinken, erst essen. Erst essen? Also dein Lieblingsessen schreibe ich jetzt auf. Ich hab das jetzt. Also beides ist richtig. Ja. Ja. Pilau mit Gewürz oder Kaffee mal. Ja. Ist gut. Deins von gerade. Ach so. Pilau ist Reis. Okay. Und Kaffee mal ist halt so Fleisch im Eintopf, entweder auf der Pfanne so. Das andere ist im Backofen so. Ja. Ich habe jetzt einfach random was geschrieben. Ich weiß, also ich habe jetzt gar nicht überlegt, wa? Überleg mal. Was dein Lieblingsessen ist? Oder überleg mal. Kenn ich das? Natürlich. Ich habe jetzt einfach so auf Jux sowas Lustiges geschrieben. Nein, das kennst du auf jeden Fall. Muss das so ein ganzes Gericht sein oder eine Sache? Das ist ein Gericht. Das Gericht heißt so. Aber ist das so ein bestimmtes Gericht oder kriminales? Bestimmtes Gericht. Okay. Niemals Döner oder so. Ich darf keine Tipps geben. Das ist safe falsch, aber ich frage. Ah, gut, was soll ich? Okay, ja. Ich hab davor geschrieben. Ich wollte gerade sagen, kann man nicht bestellen meistens, aber. Ich hab geschrieben Pilla von meiner Mom. Ja, ist auch krass. Schau, das ging raus. Okay, 2-3-2. Jetzt schreibst du dein Lieblingstrinken und ich rate dein Lieblingstrinken. Oder sollen wir Energy Drinks rausnehmen? Softdrinks sagen. Sollen wir so, nicht jetzt so Sinalco Cola, sondern so ein Ober nur Cola theoretisch. Nicht jetzt so spezielle, weißt du? Man kann nicht jetzt Red Bull Lila sagen oder so, nur generell. Ich würde einfach nur Energies rausnehmen. Ja, okay. Aber schon spezifisch dann. Welches genau? Welchen Geschmack zumindest. Das muss nicht die Marke sein, aber welchen Geschmack? Boah, jetzt scheiße, ich schreibe das so, ne? Ey, Bruder, ich hab das immer geholt. Immer geholt, damals. Ja, yeah, so. Aber nicht mehr, lange nicht mehr. Wenn du mal so an unsere Yu-Gi-Oh! Trips, wenn wir vorher bei Rewe waren, was habe ich immer geholt? Ach so. Ja, danke für den Tipp. 1, 2, 3. Jawoll!
Beste, das ist die Nummer 1, Alter. Ich dachte, davor Pepsi Max. Weil das früher mal geholt hast, ne? Ja, weil es keine Vanille gab. Ich kann jetzt eine Sache sagen, die zählt zu meinem Lieblingsgetränk, aber ich weiß nicht, ob es mein Lieblingsgetränk ist. Das kaufe ich zum Beispiel zu Hause nie so. Dann schreib das auf. Ich weiß, dass du daran denkst. Schreib das auf, was du denkst. Ja, aber das ist doch nicht mein Lieblingsgetränk. Schreib das auf. Ich weiß, dass du, ja. Oder kriege ich dann auch einen Punkt? Allein, dass du daran gedacht hast, musst du das jetzt schon aufschreiben. Ich denke jetzt aber, was du denkst, was ich denke. Ne, schreib das auf einfach. Ja, Bruder, das ist doch nicht mein Lieblingsgetränk. Warum denkst du denn daran? Nein, weil das einer meiner Lieblingsgetränke ist. Ja, aber was bestelle ich immer zum Beispiel? Was kaufe ich immer für zu Hause und so? Bruder, das ist aber anders. Das ist draußen anders. Bruder, du willst nur 3-3 machen. Obwohl, nein, 4 habe ich jetzt. Okay, ich mache auf korrekt. Okay. Aber... Vielleicht ist es ja nicht mal das. Doch, ich safe. Ich habe, glaube ich, ein bisschen gesehen, weil du hast 2 weitergeschrieben. Ja, ja. 4-3. Was war unentschieden eigentlich? Essen wir beide, oder? Oh, weiß ich nicht. Dann kommt eine extra Frage. Okay, mach weg. Was? Würdest du eher bei jedem Furz 20 Jahre in die Vergangenheit reisen wollen? Oder bei jedem Niesen an einen anderen Ort auf der Erde teleportiert werden? Was? Nochmal. Was, Bruder? Nochmal. Würdest du eher bei jedem Furz, also du musst eins von beiden nehmen, 20 Jahre in die Vergangenheit reisen wollen? Mhm. Oder bei jedem Niesen an einen anderen Ort auf der Erde teleportiert werden? Aber was, wenn ich bei Null bin, wenn ich furze? Das, Bruder, du wärst noch einen Tag bei Null, glaube ich. Vor allem 20 Jahre in die Vergangenheit, 2 Furze, bist du schon mal Null. Ja. Das ist voll flop, die Frage. Okay, nächste Frage. Was ist das? Da reden wir nochmal drüber, ne? Wenn ich 1 Million Euro gewinnen würde, also ich jetzt oder du, ne, wahrscheinlich, was würde ich mit dem Geld machen? Das, wofür man das meiste ausgeben würde, glaube ich, ist das dann. Einfach das Erste, was man sich dafür kaufen würde. Jetzt nicht Cola oder so, aber so. Ja, aber so, die, das... Investition. Ja, mit. Investition. Was rate ich jetzt, deins oder meins? Ich sage jetzt meins. Und ich rate deins. Aber Bruder, mittlerweile kriegt man das nicht mehr für eine Mio, glaube ich, was ich jetzt denke. Okay, dann lösche ich das, glaube ich, gerade schreibe. Du hast, glaube ich, auch da so. Ich habe mal so grob, weil vielleicht triffst du ein bisschen was davon, dann kann man trotzdem. Also ich habe jetzt geschrieben, Haus und dann auch ein Auto natürlich, so was Teures und dann halt auch mit dem Geld was investieren und dann arbeiten so. Also nicht alles verballern so. Schreib mal auf, in was du investieren würdest. Was du mit arbeiten meinst. Was du damit machen willst. Ich würde eine Firma gründen. Okay, mit was? Ich würde nicht in Bitcoin investieren. Mit was für eine Firma? Oder keine Ahnung, aber ich... Aber das ist das Erste, was ich schon machen würde. Was für eine Firma würdest du damit gründen? Klamotten. Ja, aber das ist nicht... Das nicht. Ja, okay. Das ist nicht richtig. Ja, okay. Aber du redest immer davon. Ha? Ja, ja, aber das kann man jetzt auch machen. Da braucht man jetzt keine Millionen, oder? Drauf an, Bruder. Nein, Bruder, dafür brauchst du 30k oder so. Jetzt, was du machen würdest? Bruder, ich sehe was. Ich muss jetzt seitlich. Das denn? Bruder, weil du das so seitlich hältst. Okay. Bruder, bei dir ist es richtig undings, unberechenbar. Du kannst was für was so Dummes ausgeben. Hm? Ich will jetzt so vom Dings her Gitarre schreiben, so eine Gitarre. Oder eine Million. Hä? Eine Million. Bruder, ich weiß nicht, ob du so realistisch denkst oder ob du so Sonder denkst. Du würdest so eine Bo Hancock-Karte kaufen oder so. Mit PSA. Schon rausgeschrieben. Ja. Jawohl. 5-3. Ich hab noch nie gewonnen bei so welchen Spielen, wa? Ich hab immer gelitten, immer. Wenn Farben schmecken würden, welche wäre am leckersten? Okay. Ich schreibe jetzt, was ich denken würde, welche am leckersten wäre und du ratst meine, ne? Das ist ein bisschen so Dings. Das kann man eigentlich erraten, wenn man an was Besonderes denkt. Weil man assoziiert... Ne, ich sag das dann nicht. Eigentlich das... Ja, egal. Deine, was du denkst, was am leckersten ist. Ja, ich würde sagen rot. Ja, ich habe auch an lila gedacht, aber eher rot. Okay. Weil ich dachte eher an grün, weil ich grün lecker finde, aber ich dachte dann so... Wenn ich bei so Süßigkeiten von Haribo diese sauren Dinger, was ich davon essen würde, da gibt es jetzt kein Lieder, rot und bei Energy Drinks auch oft die rote Farbe. Und Lila ist halt nur Achai, oder wie das heißt. Aber oft auch rot, ne? Mhm. Ja. Du musst eigentlich so an Haribo denken, welche Farbe der andere am liebsten ist. Das andere, woran ich denke, das ist... Ich dachte rot oder grün, aber ich bin für grün. Blau? Blau oder lila. Was? Ja. Was für Blau, Bruder? Ich hab die ganze Zeit nur an Rockstar gedacht.
Blau und Lila sind so meine Favorites. Ja, okay, Bruder. Was hast du geschrieben? Grün, ja, ja. Nee, nee. Das ist ein Green Apple. Feuer ich nicht. Würdest du eher alle Sprachen oder alle Tiere verstehen? Also würdest du eher alle Menschensprachen verstehen können oder alle Tiere verstehen können? Du ratest jetzt meins. Ja, kriegst du einen Punkt. Keine Ahnung, ich könnte damit einfach mit allen auf der Welt reden, so. 1, 2, 3. Ja. Was soll ich mir erzählen? 6, 4. Wenn du aussuchen müsstest, welcher Charakter wärst du im Marvel-Universum? Okay. Erst meins oder erst der? Du sagst deins und ich rate deins. Okay. Bruder, mach bitte. Ich weiß nicht, ob du das weißt. Das ist ja quasi Lieblings-Marvel-Held, ne? Ja, ist das Gleiche. Bruder, aber ist das einer, der auch in den Marvel-Filmen vorkommt, nicht einer von den Comics oder so, ne? Nein, du kennst du. Aber ich, hab, ich weiß nicht, ob ich dir das schon mal gesagt habe, wer mein Lieblings-Marvel-Held ist. Bruder, ich wollte gerade so sagen, Bruder, das ist so Cap, beste, aber egal. Nein, Bruder, die Spider-Man-Filme sind die Ja, aber du willst doch nicht Spider-Man sein. Warum nicht? Wer will ich denn? Du willst niemals Spider-Man sein. Voll geil. Nein, niemals. Ich habe an Spider-Man gedacht und dachte so, niemals wird er das sein. Würdest du? Das ist geil. Oder würdest du es, weiß Du willst niemals Spider-Man sein wollen. Aber Spider-Man sind auf jeden Fall meine Favorite-Filme. Okay, dann geht's jetzt um den Favorite-Charakter. Also das haben wir nicht gesagt, aber dann geht's jetzt um Favorite dann. Ich mache jetzt einfach deins. Ja, aber, ja, okay. Aber was denn jetzt? Wer ich sein will oder wer ist mein Favorit ist? Das ist halt das. Weil ich weiß, was du schreiben wirst. Ja. Ja, aber geht's jetzt um Spider-Man, so dass ich die Filme am coolsten finde? Aber lass einfach machen, so. 1, 2, 3. Ja. Captain. Was heißt es jetzt? Du riechst einen Punkt. Okay. 6, 5. Aber du hättest beides nicht mehr gewusst. Was wärst du denn gewesen? Spider-Man. Das ist okay. Und ich sehe, ich bin agil wie eine Spinne. Das beste Geschenk, was ihr von dem jeweils anderen bekommen habt. Ich schreibe jetzt auf, was du mir geschenkt hast. Was du am coolsten fandst. Ich schreibe, was ich am coolsten fand, ja. Ja. Okay, ja. Hast du schon gedacht? Okay, was hast du, was mit Handy will? Akatsuki. Achso, das Akatsuki, okay, ja, die ist auch nice. Aber gern sehr schmatte. Und jetzt, was ich dir geschenkt habe, hast du ein Kuss. Ich kann mich an sowas gar nicht mehr erinnern. Ja, das ist halt das. Kurz Überlegzeit. Ich habe eine Sache im Kopf, aber ich weiß nicht, ob du dich an die erinnerst. Wie viele Jahre ist das her? Boah, ich glaube, da hast du noch nicht mal oben gewohnt bei... Das ist jetzt so, dass wir nicht denken, keine Ahnung. Damn! Daran dachte ich die ganze Zeit. Der war krass. Okay, okay, korrekt. Goldschirm-Hoodie. Welches Auto würdest du dir als erstes kaufen, Welches Auto, ja. Wenn du reich wärst. Das wollte ich eben mit der 1 Million schreiben, schon bei dir. Du schreibst jetzt, was du kaufen würdest. Was ich kaufen würde? Ja. Ich weiß. Das ist schwierig. Doch, Bruder, du hast das immer gesagt. Du hast immer gesagt, wenn du 1 Million hast, würdest du das kaufen. Hast du sogar so gesagt, Bruder. Wenn ich 1 Million hätte. Ja, hast du gesagt, Bruder, original. Das heißt, irgendwas unrealistisch. Nein, das ist realistisch, aber das ist teuer. Du hast immer zwei Sachen gesagt. Eins ist günstiger, das ist aber oldschool, aber das würdest du mit einer Mio kaufen. Ja, das aber das andere würdest du mit einer Mio kaufen. Ich weiß nicht genau, wie das heißt. Okay, dann. Wenn ich das falsch schreibe, ist das trotzdem richtig, ne? Weil ich weiß nicht genau, ob das richtig ist, aber wir denken, also ich meine das. Ich glaube, das ist sogar das. Dann ist das, glaube ich, was anderes, als ich geschrieben habe. Ja, entweder das. Vielleicht hatte ich meinen Geschmack. Oder auf jeden Fall nicht so Audi 80 oder so mit 1 Million. Nein, daran habe ich gedacht. Nein, deswegen nicht 1 Million. Ja, ja. Also, wenn ich 10.000 hätte, würde ich. Nissan. Skyline, ja, hier. Skyline. 370 Zelt. Das heißt, ist kein so? Skyline, nein. Aber weißt du, was ich meine? Aber Nissan Skyline, ja. Aber nicht diese alten Billos, diesen teuren Skyline. R35. Der neue. Ist R35? Ja. Oder diesen einen, den wir immer in Dings-Pondstraße gesehen haben. Ja, das weißt ist R35. Weißt du? Also ich dachte, das ist 370Z oder so, keine Ahnung. Ich kenne so aus. Also R34 ist auch krass, das ist der von Too Fast and Furious, von Need for Speed. Das ist der alte. Furious. Aber ich meine einen neuen. Der ja, das ist R35. Wer kriegt jetzt den Punkt hierfür? Also ich. Ich habe richtig geraten. Okay, jetzt muss ich deins raten. Ja, was ich kaufen würde für ein Auto, wenn ich eine Mio. Das heißt, du bist auf 6 Punkte, ich bin auf 8. Was denkst du, wie die Welt in 50 Jahren aussehen wird? Bruder, das. Das kann man nicht. Nein, das kann man nicht. Ups. Welches Insekt würdest du am ehesten essen, wenn es sein müsste? Ja, Bruder,
Bruder. Das ist auch so, das könnte man so zusammen beantworten. Ja. Also. Lass so ohne Punkt machen. Das kannst du ja gar nicht erraten. Ich würde zum Beispiel, wenn es sein musste, eine tote Biene essen, glaube ich. Oder? Ich bin so wichtig. Warum? Oder was für eine Biene? Ja, so Biene. Bist du doof? So nicht schlimm, das kann ich einfach so essen. So kurz. Bruder, wer kommt denn auf Biene, Alter? Ja, Bruder, das ist so ein ekelhaftes Tier. Schützt keine Heuschrecken oder so. Ja, ich denke an Heuschrecke, der kommt mit Biene. So Mehlwürmer und so übertrieben ekelhaft. So Biene ist einfach so kurz weg. Was finde ich nicht so ekelhaft? Was würdest du denn essen? Heuschrecke. Nee, Bruder, maximal ekelhaft. Bruder, darfst du knusprig an. Bah, Bruder, nee, sowas. Geil, okay. Biene, Alter. Was war deine Lieblingsserie und wieso? Als Kind, oder? Ja, wahrscheinlich als Kind. Sollen wir Pokito TV eingrenzen? Also von Super RTL machen wir. Super RTL? Oder was Pokito? RTL 2, schüch. Sollen wir Super RTL nehmen? Ja, das wüsste ich jetzt von mir selber. Von dir wüsste ich jetzt nicht. Ich wüsste selber nicht von mir. Ja, dann sollen wir dann... Warte, ich überlege kurz. Du schreibst jetzt deins und ich rate deins. Ich glaube... Oder malst du, oder? Nein. Du malst, ne? Mhm. Oder natürlich, ich sehe das doch von dir. Oder wenn du an das andere denkst, dann wäre das asozial. Aber der war ja. Ach so, lol! Ich habe so typisch Ende geschrieben. Eins, zwei, drei. Ja, okay. Aber das war, weil du gemalt hast. Oder ich hatte sogar einen Club. Ja? Ja. Okay. Den musst du mir Poster kaufen, damit der Club reinkommt. Was? Ja. Ich habe 9 Punkte. Waren 2 Leute im Club. Eigentlich nur einer. Deine? Mhm. Damn, Kiss! Okay, passt. Easy. 7 Punkte. Beste. Das beste Meme oder Video, was dir einfällt. Dein bestes und nach meins. Was Meme bestes, was das mein, lustigste, was ich am lustigsten finde. Ja. Ich weiß welches. Warte, was ist ein Meme? Video auch so, ne? Ja, TikTok ja. So mäßig. Boah, Bruder, jetzt nicht. So Bild oder Video? Nein, schon Video. Aber nicht das, was ich denke, ist schon vor TikTok gewesen. Du machst jetzt nicht diese Dings, springen und. Erdbeben. Nein, so schon YouTube. Erdbeben, ja. Okay. Das musst du nehmen. Das ist das, auf jeden Fall. Du kannst nichts anderes nehmen eigentlich. Weil wenn du das nicht hast, dann musst du es auch ändern eigentlich, weil das ist echt. Gezeigt, was hast du? Ja, dieser Franzose, der singt vor Jury. Ist der Franzose, ist nicht Araber? Ja, aber das ist ein französischer, ja, das ist aber Araber. Oh. Jetzt mein Lieblingsmeme. Oder du hörst immer bei jedem Video. Voll schwer. Ich habe mehrere im Kopf, die du lustig findest. Ganz ehrlich, ich schreibe nicht, sag und dann sage ich, ob die gut sind. So auf Ernst. Weil mir fällt gerade selbst nicht ein. Okay. Schreib eins, dann sage ich, ob das gut ist. Nur eins? Ja, dann sag, ob es mein Top lustig, ob ich das richtig lustig fand. Ja, okay. Das kann man aber hier noch nicht einblenden. Mit Furzen oder irgendwas. Sag mal Gurke. Bruder, das fandest du herbe lustig. Du nicht? Ich dachte, ich hab das von dir. Doch, aber. Ja, okay. Daran habe ich jetzt echt nicht gedacht. Ich dachte an so Dings. Ich hab noch an You're Not a Thinker. Hä? You're Not a Thinker. You're Not a Thinker, Bro. Ja, yeah, You're Not a Thinker, weil er so sagt. Ja. Okay. So. Würdest du eher bei The Walking Dead oder bei Jurassic Park überleben? Das sind gar keine Fragen, die man so über jemanden weiß, was ich meine. Ja. Weil ich glaube, heute Abend gibt es richtig Ärger, ja. Aber die sollen mal nach Hause kommen. Bruder, ich habe beides nicht geguckt. Walking Dead habe ich nicht geguckt, aber Zombies oder Dinos halt. Ja. Ja. Bruder, das ist ja so das, was man sich selber zutraut. Ja, Bruder, gegen Dinos hat man gar keine Chance, oder? Zombies. Ja, Zombies würdest du halt eher, wenn du halt so stark bist. Das ist jetzt die letzte Frage? Ja. Okay. Das letzte Mal. Würdest du eher eine Woche einsam im Wald verbringen oder eine Nacht in einem verfluchten Haus? Das ist wieder so eine Frage.
Was war die Frage? Würdest du eher eine Woche einsam im Wald verbringen oder eine Nacht in einem verfluchten Haus? Bruder, ich würde beides nicht, ich würde mir in die Hosen scheißen. Okay, ich mach Freestyle-Fragen, okay? Okay, mach. Lieblings-Naruto-Charakter? Okay. Meine oder deine? Ich schreibe jetzt meinen. Mhm. Oh mein Gott. Ich bin so dumm. Ja, aber. Ich habe einfach nicht nachgedacht. Bruder, aber ich habe gar nicht an den gedacht, aber der ist echt auch eigentlich, ja? Oder? Ja, aber Shikamaru wäre die richtige Antwort. Ja, gewesen. Ja. Itachi ist aber so von allen Animes mein Lieblingscharakter. Deswegen eigentlich auch von Naruto, oder? Ich weiß nicht, aber ich dachte, Shikamaru war echt immer so Dings. Weil ich mich so mit denen identifiziert habe. Okay, jetzt meine. Eins, zwei, drei. Jawohl! Das bin einfach ich. Hä? Ich ja. Habe mich noch nie in einem Charakter so wieder gesehen wie in Shoji. Nicht wegen Chips und Dick, wegen seinen inneren Werte. Wegen Schmetterlingsentwicklung. Deswegen ist auch der Schmetterling hier. Echt jetzt? Ja. Okay. Wegen Shoji. Lieblings. Dragon Ball Charakter. Okay. Ich weiß meinen. Ja, ich weiß auch deinen. Machen wir jetzt meinen, ne? Ja. Also, du schreibst noch so Ad dazu. Ad? Diese. Future Trunks. Beste. 12 Punkte. Meiner. Ich weiß deinen nicht. Doch, ich weiß deinen, glaube ich. Du meinst eigentlich obvious, glaube ich. Ich meine das so in Erinnerung zu haben. Warum, oh, Bruder? Ich hatte schon überlegt, ob ich jetzt nichts Falsches sagen. Oder war das Nico? Ja. Nein. Echt? Nein, echt nicht. Glaub, Nico, warst du das? Scheiße. Okay. Ich hatte 12, der hat 7. Ja, Bruder, dann lass mal jetzt einfach zur Bestrafung kommen. Dann. Ich kann nicht mehr aufholen, ne? Nein, safe nicht. War gut so, aber das war nicht. Du meinst ja am Anfang, dass es darum geht. Weißt du, was ich mich gefragt habe, als ich das Spiel entwickelt habe, erfunden quasi? Ja. War ein gutes Spiel. Was ist eigentlich dein Lieblings-Yu-Gi-Oh-Karte? Boah, Bruder, das denke ich voll oft. Voll oft fällt mir sowas auch ein. Und dann habe ich eine, also vom Artwork oder vom Dingens? So wie bei mir Dark Magician Girl. Wahrscheinlich Cyber Dragon, aber so lange keine, nicht mehr so diese Verbindung dazu gehabt. Mhm. Aber wegen der habe ich auch mit Yugi wieder angefangen, so. Okay. Oder? Hab würde ich jetzt so sagen. Aber sonst, keine Ahnung. Ja, das war krass. Vielleicht können wir das nochmal spielen, weil wir haben jetzt diese Bretter extra gekauft. Mhm. Vielleicht können wir das nochmal spielen und ich erkläre vorher auch, was für Fragen da sein sollen. Meine Schwester wird das safe machen. Okay. Die wird die Fragen stellen. Dann nächstes Mal noch deine Schwester die Fragen. Die wird das safe machen. Wird das sogar schreibt ruhig mal in die Kommentare, ob ihr nochmal Bock auf richtige. Das Richtige. Okay, dann würde ich sagen, kommen wir zur Bestrafung. Oder du bist richtig heiß drauf. Bruder, noch nie wurde ich nicht, also noch nie habe ich gewonnen bei so einem Spiel. Aber europäische Version, oder? Ja, okay. Mit Handschuhe aber. Let go. Bruder, wisch es nicht in die Augen fassen oder so. Wir müssen gleich noch. Bruder, diese TikToker haben schon voll oft so den Chip raus. Was müssen wir gleich? Noch zwei Videos drehen. Achso. Hier ist Tattoo auch dabei. Kann ich mich so vielleicht. Die haben dieses hier unten aufgeschnitten, dann so eine Tortilla einfach reingetan und so habe ich mitbekommen. Was? Die haben ja, früher war das so gang und gäbe, dass das auf TikTok so gegessen wurde, so im Live. Hm. Die haben einfach aufgeschnitten mit so einem Messer und haben so einen anderen Chip reingetan, so was nicht scharf ist. Und haben dann so gefaked. Echt? Ja, ja. Hab ich auch noch. Oder für wen soll diese Handschuhe gemacht sein? Soll ich das machen? Das angeblich, burnt das nur 5 Minuten. Oder ich wette, das richtige armanische Schaf ist. Ja, ja. Can you handle the heat at least 5 minutes without drinking or eating? Also 5 Minuten muss aushalten. Sieht ja nicht ganz anders aus als. Keine Ahnung. 1, 2, 3 rein. Lass mal riechen. Das riecht einfach nur nach Leisch. Bruder, das riecht einfach nicht mal nach Schaf. Okay, 3, 2, 1. Ohne anstellen, wa? Also mach real. Tu rein. Tu rein. Ciao. Warte. Nein. Oh.
Hä? Ich kann nicht atmen. Warte kurz, der kommt noch. Hey, das ist scharf. Ja? Ja. Schlimm? Was muss ich? 5 Minuten. Ab 16 Jahren. Wonach, was fühlt man so? Was fühlt man? Das Schaf. Aber weißt du, welches Schaf? Nur im Mund. Also im Mund, nicht im Hals? Nicht im Hals. Ja, aber ist das so, dieses Schaf, man so ausrasten muss und so rumschlagen muss? Das ist auf jeden Fall ein Scheiß, dieses Schaf. Wo man weinen. Wie war das? Wo man weinen muss und nicht mehr reden. Ja, okay, warte jetzt kurz 5 Minuten. Einfach, ich muss zum ersten Mal nicht sowas machen eigentlich. Ich hoffe nicht, dass ich das essen werde. Oder richtige Tränen jetzt. Da kommt's. Alter, kann man nicht faken Tränen. Soll ich jetzt 5 Minuten hier sitzen? Nee. Ich würde sagen, war ein geiles Video, hat mir echt Spaß gemacht. So. War echt gut gemacht. So. Nur die Fragen kann man verbessern. Ne? Ja, safe, safe, safe. Und es ging jetzt nicht darum, ob ich mich, also er meinte, dass ich mich an alles erinnere, das war jetzt ehrlich erinnern, sondern das Einschätzen vom anderen. Aber es ist richtig, also fand ich nice. Falls ihr mich kennt oder so, oder ihn kennt, also falls ihr Kollegen von uns seid, könnt ihr mitraten. So. Und macht das nicht. Ja, hat er recht. Aber ja. Spoiler war kurz, was jetzt noch für Videos kommen, was wir gleich aufnehmen. Oder das kommt später. Das kommt später. Das kommt später. Ja, ja. Okay. Sollen wir das Video nächste Woche rausnehmen, wenn wir in Utrecht sind? Vielleicht? Mal gucken. So, auf jeden Fall nächste Woche sind wir in Utrecht auf der Regio. Und ja, ey, war ein geiles Video. Wir müssen jetzt nicht in Länge ziehen, oder? Komm. Haut rein. Gib dem Video ein Like, Abo. Ihr wisst Bescheid. Macht's gut. Peace. Was denkst du, wie es im Inneren eines schwarzen Loch riecht? Okay. Was, Bruder? Ist das astronomisch oder ist das ernst? Oder ich weiß nicht, ob die das Spiel verstanden hat. Was für ein schwarzes Loch? Kurzer Nachtrag. 5 Minuten später. Hab schon Brot am Ballern gewesen. Immer noch übertrieben scharf, ja. Also unterschätzt die europäische Hot Chips nicht, ja? Ciao.